Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag hier. Mein Name ist Markus Trapp. Ich bin heute hier zusammen mit meinen Kollegen Dominik Rost und Matthias Naab. Wir sind alle drei vom Fraunhofer Jese aus Kaiserslautern. Und wir sind das Fraunhofer Institut für Innovation Systems und Software Engineering. Und wie das im Namen ja schon so ein bisschen mit drin ist, haben wir es natürlich sehr viel mit Systemen zu tun, sind in unterschiedlichsten Domänen dort unterwegs. Und Modernisierung ist da natürlich ein ganz großes Thema. Wir haben viel Erfahrung darin, wie Systeme, wann Systeme, warum Systeme modernisiert werden müssen, sollten oder könnten. Und da möchten wir heute euch ein bisschen von unseren Erfahrungen übermitteln. Und damit legen wir auch gleich los. Denn warum modernisieren Unternehmen eigentlich Softwaresysteme? Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Gründe, ne? Wir kennen das ja, ne? Der Chef kommt vom Golfen zurück, ja, und hat da den neuesten Trend mitgekriegt. Dann heißt es, oh, also hier, wir müssen jetzt in die Cloud, ja, und Software as a Service, das ist das Einzige, ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen, ne? Genauso kann es sein, ne, dass er merkt, ja, unsere Systeme sind vielleicht schon so ein bisschen in die Tage gekommen und die Kunden, die wollen, dass das jetzt so ist wie bei Apple. Ja? Deswegen muss das jetzt bitte alles hier modernisiert werden. Es soll so gehen und sich so anfühlen und die Experience haben wie bei Apple. Ja? Oder natürlich, ja, man kommt vom Vertriebsmeeting zurück und man merkt, es läuft irgendwie nicht so richtig. Ja, und man weiß, natürlich, was fehlt? Apps. Ja? Der Vertrieb braucht jetzt auch Apps. Ja? Deswegen muss das System angepasst werden. Da muss jetzt auch App-Support her. Oder natürlich ja hier, ne, wir sind ja hier auf der OOP, ne, kriegen wir immer die neuesten Trends mit. Ne. Wir brauchen jetzt Microservices, ja. Das ist jetzt wichtig, das habe ich gehört, ja. Das müssen wir jetzt alle machen. Ja. Deswegen hier neueste Technologie, die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, Microservices, ja. Oder, das kennen wir natürlich auch alle, ja, ey, wow, also Finger weg, ja. Wer weiß, was passiert, wenn wir an diesem System irgendwie nochmal was ändern. Aber leider ist jetzt auch der letzte Entwickler, der sich noch damit auskannt, verstorben. Ja? Und jetzt müssen wir trotzdem mal ran an dieses System. Ja? Und ja, leider, ja, geht nicht anders. Ja? Aber natürlich auch, ist uns klar, ne, das müssen wir jetzt auch schon lange machen. Und wir wissen, wir haben ewig hier auf dieses Konto eingezahlt. Ja? Oben sieht noch alles halbwegs gut aus, aber da unten drunter, da lungert es. Ja? Und wir wissen, das zahlt uns kein Kunde. Aber leider ist der Zeitpunkt jetzt gekommen, wir müssen ran. Ja? Das können wir nirgends mehr verstecken, jetzt müssen wir mal tatsächlich ran, müssen das modernisieren. Dann gibt es auch noch die Perspektive auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Die wollen wir ja immer die Besten haben und wir streiten uns alle um die Besten. Und dann kommt die und wir zeigen ihnen, wie wir so entwickeln. Und sagen, was? Damit entwickelt ihr? Ja? Also so kennen wir ja, ne? Also historische Systeme und historische Technologien gibt es ja in vielen Unternehmen leider immer noch. Und das ist natürlich nicht so attraktiv für die jungen Leute. Dann kann was sein, dass eine Technologie auf einmal abgekündigt wird. Ja, also gibt es nicht mehr. Silverlight ist tot. Ja. Abkündigung wird noch so ein 2-3 Jahre unterstützt, aber dann gibt es noch nicht mal mehr Support, gar nichts. Wir müssen leider die Technologie wechseln, bringt uns nichts. Ja. Der Klassiker, es läuft gut im Geschäft. Ja. Wir haben eine Firma nach der anderen zugekauft. Ja. Und natürlich bringen die alle ihr System mit. Und die haben natürlich auch Systeme, die sind doppelt und dreifach, die wir dann später haben. Und jetzt müssen wir die irgendwie entweder geschickt ablösen oder meistens dann eher so wie hier im Franken-Car geschickt kombinieren und damit sagen, jetzt haben wir ein tolles, modernes, neues Auto aus 3 Mach 1, ja, oder aus viel Mach 1. Ja. Und was natürlich auch so ist, ist das erste Thema nochmal aufgegriffen, auch mit der Cloud und so. Irgendwann kommt man hin und guckt sich seinen ganzen Technologiepark an, auf den man so stolz war, als man ihn mal hatte und steht dann irgendwann durch und so, boah, also wer soll das eigentlich alles bezahlen? Wozu brauchen wir das denn eigentlich alles? Geht das nicht irgendwie auch günstiger? Das ist ganz schön teuer hier. Das geht so nicht. Ja? Und jetzt ist es dann endlich soweit. Ja? Einer dieser Gründe oder viele dieser Gründe sind zusammengekommen und das Management ist überzeugt, das Budget ist allokiert, das Projekt ist aufgesetzt, das Team sitzt zusammen. Ja? Und jetzt geht's los, Anforderungen erheben. Ne? Und dann hören wir natürlich als allererstes, wir nennen es die einfachste Anforderung der Welt in der Modernisierung, die da heißt, unser neues System muss aber das Gleiche können wie das alte. Und jetzt sagt ihr alle, das kommt uns irgendwie bekannt vor, das hören wir auch immer in so einer Situation. Und wir gehen mal davon aus, dass viele von euch schon in so einer Situation waren. Und jetzt klingt das ja hier so überzeugend, ne? Und jetzt muss man sich fragen, wie ist diese Anforderung eigentlich zu interpretieren? Wir stellen jetzt erstmal die Frage, warum hören wir diese Anforderungen denn eigentlich so oft? Das muss ja irgendwie einen Grund haben, weil eure Firmen sind alle unterschiedlich. Da wird unterschiedlich gearbeitet, ihr habt unterschiedliche Systeme.
Und trotzdem kommen wir jetzt immer wieder bei genau dieser Anforderung raus. Seltsam irgendwie. Fangen wir an. Das allererste, was man sich angucken kann, ist, diese Anforderung, die ist toll, weil sie leicht zu formulieren, total minimalistisch ist. Es ist total kurz und federleicht. Man kann sie quasi in einem Satz aufschreiben. Wann kann man das schon mal? Das geht so gut wie nie. Und deswegen machen wir das auch total gerne. Und dabei kommt sie mit einer gefühlten Präzision, ist ganz großartig, weil normal wissen wir ja vorher nie, was so ein System wirklich kann. Aber hier ist es schon. Das heißt, wir können es uns immer eins zu eins angucken, was dieses System konnte. Das heißt, endlich haben wir hier jetzt mal Präzision und wissen vorher genau, was es kosten könnte, was normal ja immer jeder sagt. Wir wissen ja gar nicht genau, was wir bauen. Das heißt, hier ist die Präzision da, nach der wir es uns sonst immer sehen. Weiterhin ist es natürlich total toll, wir können diese Anforderungen formulieren mit dem abstraktesten Wissen. Wir müssen so gut wie nichts kennen von diesem System. Wir müssen nicht wissen, wie es gebaut ist. Wir müssen es noch nicht mal benutzt haben. Wir können aus dem Toppest-Level-Management sein und sagen, das ist es, es muss genau das können. Das heißt, dieses super abstrakte Wissen ist absolut genug, um diese Anforderungen zu formulieren. Und gleichzeitig kommt sie mit den ganzen Vorteilen, die wir sonst so sehen. Und was wir natürlich auch sehen ist, unser bisheriges System, das war ja teuer. Markus hat es gesagt vorher. Ja, das heißt, wir haben da investiert und investiert und haben quasi einen Schatz aufgebaut. Und dieser Schatz ist jetzt da und den wollen wir natürlich irgendwie behalten. Jetzt sind das mehr so lauter Einzelschätze, unsere viele Features, die wir irgendwie so mit der Zeit aufeinander gestapelt haben. Und unser Problem ist, wir wissen nicht so genau, welche wir denn brauchen von den ganzen. Die sehen alle irgendwie gut aus und die Schatzkiste ist schön gefüllt. Und wir wissen nicht, was wir rausnehmen sollen. Wenn wir unser System jetzt weiterentwickeln, ja, dann setzen wir auf was auf und das fühlt sich irgendwie nach Fortschritt an. Ne? Das heißt, wir haben da was, das war schon gut und jetzt machen wir was obendrauf. Fortschritt. Fortschritt ist super und dafür haben wir uns jetzt auch das ganze Budget geholt. Was auch ein riesiger Vorteil ist, den man sonst nie hat, ist, normal sitzt man da und muss anfangen, und hat da die Angst vorm weißen Papier. Ja, da muss man erstmal was aufschreiben, man muss das Konzept machen. Und diese Blockade, die hemmt ganz viele von uns, wirklich da gut einzusteigen und was Schönes zu machen. Und hier, das System muss das Gleiche können wie vorher. Da ist schon so viel Papier schwarz gemacht worden, können wir alles genau wieder nehmen. Okay, sagt er jetzt, dummerweise gibt es das Papier meistens nicht, ne? Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber eigentlich wissen wir ja, was das kann. Weil es ist ja schon da. Und dann muss man natürlich auch sagen, so ein altes System und dass das Neue das Gleiche wieder kann, das fühlt sich vertraut an. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Man weiß schon mal, was man kriegt, nämlich alles, was man vorher hatte. Plus man kriegt noch mehr dazu und dadurch wird es auch noch besser. Das heißt, es wird auf jeden Fall besser als das, was schon da war. Und das war irgendwie schon toll. Und jetzt kommt noch was obendrauf. Das heißt, in dieser Hinsicht ist es natürlich wunderbar, diese Anforderung zu formulieren. Und genau aus diesen ganzen Gründen hören wir sie dann so oft. Ja, aber die Frage ist natürlich trotzdem, ist die jetzt unsinnig oder warum ist die unsinnig, die Anforderung? Und da möchten wir jetzt mal ein Beispiel, was nichts mit Software erstmal zu tun hat, bringen. Und zwar aus der Spiegelreflexfotografie oder genau genommen Spiegelreflexkameras, ne? Kennt vielleicht jeder, das ist eine der letzten analogen Spiegelreflexkameras von Nikon, die F100. Und die hat ein ganz tolles ergonomisches Design. Ja, also ganz großartig. Weiß jemand, von wem das kommt, ne, das ergonomische Design? Weil die Kameras sehen heute ja auch immer noch so aus, sahen ganz lange so aus. Weiß jemand, von wem das kommt? Von ihm hier? Weiß jemand, wer das ist? Ja, ich hoffe jetzt mal, es hat schon der ein oder andere laut vor sich hingesagt. Völlig richtig. Das ist Luigi Colani, ja? Leider 2019 verstorben, aber der hat 1986 die Canon T90 designt. Und auf diesem Design beruhen eigentlich alle bis heute großen Spiegelreflexkameras. Und das war sein Design, mit dem er damals geendet ist. Und, aber er hatte ganz tolle Visionen, ja? Die zeige ich mal aus dieser Zeit, die er da hatte, wie so eine Kamera eigentlich aussehen könnte, wenn sie total ergonomisch gestaltet ist und auf die Benutzerin und den Benutzer, also die Fotografin oder den Fotografen, ausgerichtet ist. Ja?
Und was man gut erkennen kann an diesen Designs ist, es ist sehr vertikal, ne? Also natürlich ist im Zentrum immer noch das Objektiv, aber es ist sehr vertikal ausgerichtet für die Benutzbarkeit. Aber er ist damit nicht geendet, mit diesem Design. Und warum ist er mit diesem Design nicht geendet? Er hatte natürlich eine Vorgabe, eine technologische, und das war eben der analoge Film. Und der analoge Film, der passt in vertikal, hat das damals nicht gut reingepasst, ne? Sondern man sieht das ja, wenn man die Kamera rumdreht, unten sieht man das, hat man links den Film reingelegt und hat ihn so über den Verschluss gespannt und wurde dann rechts aufgewickelt und wurde auch zurückgespult später und so weiter und so weiter. Ne? Das heißt, dieses horizontale Design, das musste irgendwie so gemacht werden, weil es einfach von der Technologie so vorgegeben war. Also sprich, das T90-Design, was Colani gemacht hat, super unter den Bedingungen der damaligen Zeit und den technologischen Vorgaben, die man damals hatte. Aber die gibt es ja jetzt nicht mehr, denn wir sind ja digital geworden. Ne? Also das heißt, der analoge Film muss da nicht mehr rein, der muss nicht mehr von links nach rechts reingespannt werden. Wir haben jetzt nur noch diese Karte und auf die wird ja später dann unser Bild gespeichert. Ne? Und das heißt, wir haben jetzt alle Freiheiten, diese Kamera zu gestalten. Ja? Und wie sieht sie aus? Genauso wie die alte. Da haben wir also ja, ist ein bisschen natürlich unterschiedlich als die D100, also das direkte Konkurrenzmodell, was dazu gemacht wurde. Und man hat einfach diese Technologie, die es dann gab, nicht genutzt, um jetzt das tolle vertikale Design zu machen, sondern man hat es genauso gelassen. Und dann muss man natürlich sagen, toll, natürlich hat man den Platz, der da war, auch gut genutzt. Da ist hinten jetzt der Screen schön drauf, ja. Und man kann die Karte daneben reinpacken. Aber man hätte hier die Möglichkeit gehabt, aufgrund der technologischen Änderung, auch gleich vielleicht mehr Richtung Benutzerinnen und Benutzer, Fotografin und Fotograf zu gehen, hat man aber hier nicht gemacht. Jetzt könnte man sagen, ja, die Colani kann ja 86 viel gemacht haben, ja. Ja, aber auch gibt es andere Designs, ne, wie heute sowas aussehen könnte. Das ist ein Design von 2009 von Erin Fong. Die sogenannte Nova-Kamera, auch wieder für Canon eine Studie gemacht. Ne? Und auch hier sehen wir wieder dieses vertikale Design, ne, wie das gemacht wird, um die Kamera ganz anders benutzen zu können. Auch hier, die Designs sagen wieder, wir könnten das eigentlich anders machen, aber die Kameras sehen heute trotzdem noch so aus. Und jetzt stellt euch das mal vor, das war jetzt nur das Design. Stellt euch mal vor, wir würden das hier genauso anwenden. Also die Kamera muss genau das Gleiche können, die neue, die D100 wie die F100, die alte analoge. Also wir müssen den Film zurückspulen können, ja. Wir müssen den Film überhaupt mal da reinlegen können, ja. Da darf kein Licht reinkommen, weil dann wird ja der Film belichtet, ja. Und all diese ganzen Anforderungen, die man damals sinnvollerweise aufgeschrieben hat, die gelten da natürlich nicht mehr. Und deswegen aus dieser Perspektive ist es absolut unsinnig, das genauso zu übernehmen. Und jetzt schauen wir mal weiter aus verschiedensten Perspektiven darauf, warum ist diese Anforderung eigentlich unsinnig? Genau. Also Markus hat es ja gerade erklärt. Ja, die Kamera ist ein Beispiel, woran man schön sieht, dass es vielleicht nicht ganz so klug ist, zu sagen, das sollte einfach genauso sein wie vorher. Und das können wir genauso übertragen auf unsere Softwaresysteme, die wir so bauen und über Jahre hinweg gebaut haben. Ja? Und Markus hat es gesagt, wir gucken da aus verschiedenen Perspektiven jetzt drauf, warum diese einfachste Anforderung der Welt eigentlich so unsinnig ist. Ja? Und wir fangen an mit der Perspektive der Architektur. Und bei der Architektur ist ja so, wir entwickeln jetzt irgendwann mal ein System, machen uns einen Plan, ne, hier schön intendierte Architektur. Wir überlegen uns, wie das System funktionieren soll, was es tun soll, wie es intern strukturiert sein soll. Da haben wir einen tollen Plan gemacht, natürlich nicht als Phase, ne, sondern den entwickeln wir kontinuierlich weiter und so. Und da haben wir einen tollen Plan, super. Und jetzt laufen wir aber während der Entwicklung immer wieder natürlich irgendwie in suboptimale Situationen rein. Ja? Also beispielsweise, wir haben eine Präsentation vor dem Kunden und scheiße, da ist uns ein Bug aufgefallen, den müssen wir noch schnell fixen. Ne? Haben wir mal auf die Schnelle gefixt, ne? Hier irgendwie Panzertape außenrum, ne? Hält gerade so, haben wir gemacht, ja, funktioniert. Ja? Puh, Präsentation überlebt. Ne? Oder da wollten wir doch irgendwie nochmal ein neues Feature haben. Das packen wir noch eben schnell in den Sprint rein und dann machen wir das. Ne? Haben wir mal eben auf die Schnelle reingebaut. Ja? Und natürlich gehen wir dann später hin und räumen das auf, ja, weil wir dafür auch noch so schön viel Zeit haben. Ja? Ist klar. Und dann, ne, machen wir natürlich weiter und dann fällt uns auf, ach Gott, das ist ja immer noch drin. Das sollte gar nicht so lange da drin bleiben. Das wollten wir ja schon wieder rausgebaut haben. Oder auch ein Klassiker,
Scheiße, das hat ja seit Jahren keiner benutzt. Ne? Was macht denn das jetzt hier drin? Ja, müssen wir uns irgendwann mal drum kümmern, irgendwann mal. Ne? Oder wir entwickeln unsere Features ja nicht in Isolation, sondern wir basieren immer auf einer Situation, die schon da ist. Ne? Also wir müssen immer auf was achten, auf irgendwelche Features achten, die gerade schon da sind und müssen da irgendwie so drumherum bauen. Ne? Also das zeigt schon, wir sind hier in einer Situation, wo wir kontinuierlich Kompromisse eingehen wollen. Und wenn wir das jetzt nochmal hier so auf einem, auf der zeitlichen Entwicklung haben, dann haben wir so das System, ne, da fangen wir an mit der Entwicklung. Und am Anfang ist ja immer so die Zeit, wo wir viele neue Features machen. Mit der Zeit nimmt es irgendwie so ein bisschen mehr ab. Ne? Dann machen wir Weiterentwicklung, Wartung und so weiter. Und über die ganze Zeit ergeben sich aber immer wieder so suboptimale Anforderungen, ja, wo wir irgendwie, wie gesagt, Kompromisse eingehen müssen, wo wir außen rum bauen müssen, ja, wo wir sagen, das können wir jetzt eigentlich so nicht machen, weil da haben wir ja die Entscheidung getroffen. Hätten wir gewusst, dass diese Entscheidung da irgendwie kommt, hätten wir es vielleicht vorher anders gemacht, ja. Und wenn wir es dann gemacht haben, ja, irgendwas, was dann irgendwie obsolet geworden ist, das entfernen wir aber natürlich nicht wieder, ne, weil es irgendwie überhaupt gar keinen strukturierten Prozess dafür gibt, alte Dinge aus dem System wieder zu entfernen. Ja, da könnt ihr euch mal die Talks von Kevlin Henney dazu anschauen. Der plädiert auch immer ganz stark, die Dinge da wieder rauszunehmen. Aber das gibt es typischerweise nicht, ne? Weil es bezahlt auch irgendwie keiner so gerne. Und dann schleppen wir immer so diesen ganzen Ballast mit. Und es zeigt halt irgendwie, aus der Perspektive der Architektur sind wir ganz viele Kompromisse eingegangen. Also da ist das System schon irgendwie so, wie wir es nicht haben wollen. Ja, warum sollten wir fordern, dass es genauso wieder ist? Ja. Dann auf der anderen Seite die User Experience. Ja. Also ganz häufig sind Projekte, Modernisierungsprojekte getrieben aus der Technik heraus irgendwie. Aber es ist ganz klar, wir haben da Legacy-Systeme, die sind natürlich erfolgreich, die leben auch schon viele Jahre und über diese Jahre entwickelt sich die Erwartung an so ein Software-System auch irgendwie weiter. Ne? Und deswegen ist es auch immer eine gute Idee, User Experience mitzudenken. Das ist in allen unseren Modernisierungsprojekten, die wir mit unseren Kunden haben, die kommen immer aus der technischen Perspektive, aber sagen immer, ihr müsst User Experience mitdenken, ja, weil sich da einfach die Erwartung verändert. Und da genauso das Gleiche. Ne? Und wenn man dann anfängt, darüber zu diskutieren, wie das eigentlich so ist mit der User Experience, fallen den Leuten doch immer ganz viele Punkte ein, wo es dann doch suboptimal ist, wo man mal dran müsste. Ne? Hier so der Klassiker. Boah, das sieht ja irgendwie aus wie in den 80ern. Ne? Und da müsste man eigentlich mal was tun. Hier schön in dem tollen Mausgrau. Ne? Hat man schon immer so gemacht. Funktioniert einfach. Fun Fact, das ist unser eigenes Reisebeantragungssystem, ja, von Fraunhofer entwickelt. Da könnte man vielleicht auch mal dran, ja. Dann, das soll irgendwie einfach benutzbar werden. Ne? Da muss man fünfmal klicken, bis man zu der Funktionalität kommt, die man eigentlich haben will. Ne? Das kennen wir anders. Hier auch bei Apple. Bei meinem iPad geht alles einfacher, ne? Und da sind wir auch irgendwie verwöhnt. Wir kennen das aus dem Consumer-Bereich, ja? Da haben wir diese tollen Produkte, da geht alles so einfach. Apple investiert so viel in die User Experience und dann sind wir da einfach versaut. Ja? Wir wollen das auch bei der sonstigen Software so haben. Ja? Und das erwarten wir dann auch und das erwarten alle so und das ist richtig. Und deswegen müssen wir uns da auch damit auseinandersetzen. Und allein aus dem Punkt ist es auch schon so, dass die einfachste Anforderung der Welt da nicht sonderlich sinnvoll ist. Und jetzt könntet ihr sagen, ja, jetzt kommt ihr hier, ne, mit der internen Strukturierung und ihr kommt hier mit der User Experience, aber vielleicht soll es halt trotzdem das Gleiche können, ne? Also von den Features her. Und da muss man sagen, ist eigentlich nicht so super wahrscheinlich, ja? Weil wenn wir jetzt mal kommen von der Feature-Nutzung her, können wir uns das auch mal anschauen. Da gibt es einen Talk von Jess Humble, Why Scaling Agile Doesn't Work. Ein hervorragender Talk, könnt ihr euch mal anschauen, ist hier unten auch aufgelistet. Und ThoughtWorks hat sich mal angeschaut, wie eigentlich Entscheidungen getroffen werden, welche Features eigentlich in ein Software-System reingebaut werden. Ja? Und was man da sehen kann, so dieses helle, ne, dieses hellblaue da, oder ja, genauso das Petrol oder so, da geht es eigentlich darum, irgendein Komitee trifft die Entscheidung. Ne? Also da sitzen Leute zusammen und denken sich, das könnte man so machen. Ne? Es ist irgendwie nicht so besonders datenbasiert.
Dann haben sie auf der anderen Seite No Systematic Approach ist vielleicht auch nicht so super datenbasiert, ja. Und Product Portfolio ist irgendwie das Gleiche. Und mein absoluter Favorite hier ist, das haben sie eigentlich als Scherz mit reingemacht, ne? Opinion of Person with Highest Salary Wins Out. Ja, aber 13% der Leute haben das tatsächlich angeklickt. Ja, hier der Hippo-Approach, Highest Paid Person Opinion Wins. Ja, und da sieht man schon, ne, also diese Entscheidung, was da tatsächlich reingebaut wird, die ist vielleicht nicht so super strukturiert, sondern der denkt sich irgendjemand, das könnte man mal machen und ist eine gute Idee. Und dann wird dann mit viel Geld da drauf geworfen, ne, und wir bauen das und wissen eigentlich gar nicht, ob es so sinnvoll ist. Vielleicht ist es ja sinnvoll, aber die Untersuchungen zeigen eigentlich, dass es in ganz vielen Fällen einfach nicht so ist. Ne? Und da gibt es auch ganz viele Untersuchungen dazu, hier mal ein bisschen ältere schon von der Standish Group. Aber wo man sieht, dass ganz, ganz viele Features, die einfach in Software reingebaut werden, so niemals oder so gut wie nie überhaupt benutzt werden. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Features, die in so einem System drin sind, sind die, die eigentlich wertstiftend sind. Ja? Und deswegen zeigt sich einfach an diesen ganzen Stellen, sieht man, ne, aus der Perspektive der Architektur, aus der Perspektive der User Experience und eben auch der Feature-Nutzung, ist es eigentlich gerade nicht das, so, dass das alte System das gleiche, das neue System das gleiche können soll wie das alte System. Genau, und jetzt hat der Dominik uns ja gesagt, es scheint nicht so gut zu sein, alle Features einfach mal so mitzunehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, welche Features braucht denn jetzt das moderne System eigentlich? Ne? Also wie gehen wir denn da vor? Ja? Und wir übernehmen natürlich nur, was genutzt und somit auch gebraucht wird. Ne? Dominik hat eben schöne Folien, Diagramme gezeigt, wo man sagen muss, da muss man mal genau gucken, was da tatsächlich passiert. Und wenn man sich so Evolutionen von Produkten anschaut, bei denen das wirklich gut gemacht wird, dann versuchen die eben das, was funktioniert, das versuchen sie eben mitzuretten in die neuen Versionen. Und das, was man nicht mehr braucht, das wird natürlich auch fallen gelassen. Oder das, was vielleicht auch schlecht lief, natürlich dann irgendwie versucht, auf eine neue Art und Weise zu lösen. Ne? Und dann sehen die zwar vielleicht auf den ersten Blick immer ähnlich aus, die Dinge erstmal, weil man das mitnimmt, was gut funktioniert. Ja? Aber bei genauem Hinsehen sind da viele, viele Dinge anders zwischen diesen Generationen. Und man kann das schön an einem anderen, das war jetzt der normale Porsche 911 Turbo, also hier sind jetzt bei den Supercars eher, da sieht man das super. Ne? Oben der 959er, der hat alles rausgeholt, was 1986 auch nur irgendwie möglich war. Aber unten haben wir den 918 Spider, viele, viele Jahre eben später. Und da sieht man auch schon ganz deutlich, da haben sie natürlich, die Technologie bietet mir ganz andere Möglichkeiten. Man hat natürlich irgendwie trotzdem dieses Feeling, ne, dass was funktioniert, das ist irgendwie da mitgenommen worden, aber offensichtlich eben nicht alles, was man braucht. Und aber was nimmt man jetzt irgendwie genau mit? Wo kriegt man das denn irgendwie her? Ne? Und eins haben wir jetzt quasi schon gelernt, wir kriegen es auf gar keinen Fall aus dem Code. Ne? Denn wir haben ja schon gesehen, dass in der letzten Grafik waren 47% Feature drin, die nie genutzt wurden. Ja? Das wollen wir schon mal nicht. Ja? Also deswegen, wir holen sie aus der intendierten Benutzung. Ne? Denn wenn wir sie aus dem Code holen oder die existierende Feature-Liste nehmen, ja, dann ist das wahrscheinlich hier oftmals das Tool für den falschen Zweck. Ne? Völlig überdimensioniert für den eigentlichen Anwendungszweck. Also überdimensioniert wollen wir schon mal auf gar keinen Fall. Wir wollen aber auch nicht, dass es unterdimensioniert ist, was dort ist. Ne? Also es muss schon für die intendierte Benutzung sein, muss man gucken, passen da jetzt die Features. Das wollen wir nicht. Denn was wir nicht wollen ist, dass wenn irgendwas unterdimensioniert ist, wenn was zu langsam ist, wenn was eben nicht ausreicht und die Kapazitäten nicht schafft, dann können tatsächlich große Probleme erscheinen. Die nicht funktionalen Anforderungen sind natürlich die, die immer am schwersten zu greifen sind. Ne? Da muss man aufpassen, was man da tatsächlich mitnimmt. Und das dann kann ganz, ganz schnell eben gefährlich werden, wenn es dorthin geht. Und wie machen wir das mit der intendierten Benutzung? Ja, wir beobachten tatsächlich unsere Nutzerinnen und Nutzer. Das ist ein Screenshot aus einem Film, der heißt Kitchen Stories. Der Herr, der da oben sitzt, der ist vom Amt. Und der will mal gucken, wie ältere Menschen so leben bei ihnen in der Gemeinde. Und dann sitzt er bei dem da in der Wohnung und guckt dem da die ganze Zeit zu. Ne? Und das muss man natürlich nicht ganz so aufdringlich machen wie hier, aber vielleicht auch doch wirklich hingucken, wie arbeiten die Nutzerinnen und Nutzer mit dem alten System. Weil hier ist jetzt ja wirklich gut, dass wir das schon haben. Ne? Das heißt, wir können da hingehen und können denen zugucken bei der Arbeit, können mit denen auch reden.
oder diese berühmte Thinking Aloud, ne, dass sie uns ein bisschen teilhaben dran, weil oftmals sitzen da ja Leute, sind absolute Profis, die machen irgendwie die Gehaltsabrechnung schon zum zigtausendsten Mal und dann kommt man da hin und dann sollen die einem schon nochmal erklären, was sie denn da eigentlich machen und dann kann die Beobachterin oder der Beobachter auch ganz gut einschätzen, ja, macht das eigentlich genauso Sinn, wie die das jetzt hier machen oder macht er das nur oder sie, weil sie das schon so gewohnt ist, auch mit der Zeit, ne? Weil das wäre doof, ne? Denn man gewöhnt sich mit der Zeit nämlich leider an alles. Ne? Wie wir hier sehen, ne? Dongle War, ist halt so. Ja? Muss man damit leben. Ne? Hab ich mich dran gewöhnt. Ich habe so ein Täschchen, wo alle meine Dongles drin sind. Ne? Ich habe das mittlerweile optimiert, den Betrieb dafür. Ja, aber deswegen heißt es nicht, dass es gut ist. Ne? Also, nur, ja, guck mal hier, dann habe ich den richtigen Dongle. Selbst wenn er das alles direkt immer toll erklären kann. Ja? Deswegen heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Ja? Und das kann man auch daran schön sehen. Ne? Hier so, kennen wir alle noch, Windows 95, ne? Ja, zum Beenden drücke ich erstmal auf Start, ja? Und wenn man das jetzt mal wirklich laut ausspricht, nicht einfach nur, ja, ich beende jetzt den Computer und dann sieht man gar nicht, was passiert, wenn man wirklich laut ausspricht, ja, zum Beenden, dann drücke ich erstmal auf den Startknopf, ja? Aha, komisch. Nächstes, auch ein echtes Beispiel, ist der John Deere Tango Mower. Zum Start jeder Aktion drücke ich immer erstmal auf Stopp. Ja, es klingt schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn man es so laut ausspricht. Ne? Wenn man den Leuten einfach nur zuguckt, na, die drücken auf diesen großen roten Knopf, jo, alle hopp. Ja? Aber ja, da kann man definitiv was machen, würde ich mal sagen. Ja? Und so schleichen sich eben Dinge mit der Zeit ein, die wir akzeptieren, dass sie so sind, weil sie schon immer so waren. Ja? Und das merken wir gar nicht mehr, dass sie vielleicht suboptimal sind. Das ist wirklich eins, seit vielen Jahren habe ich das in vielen Vorträgen als Beispiel drin, weil es mir persönlich so ein Bedürfnis ist. Warum kann ich bei einem Fahrstuhl, wenn ich mich verdrückt habe, nicht abwählen? Ich will nicht in die 5, ich will in die 4. Ja? Ich habe aus Versehen auf die 5 gedrückt. Ja? Kann ich aber nicht abwählen. Warum kann ich das nicht abwählen? Ja, weil das früher total kompliziert gewesen wäre, das irgendwie elektrisch mit Relays und alles da irgendwie da reinzubauen, ja? Ja, aber in der heutigen Zeit ist das alles Software, kann ich ohne Probleme das da reinbauen. Und hier kleiner Insider-Tipp, in manchen könnte das tatsächlich doppelklicken da drauf, kann man wieder abwählen, aber das ist überhaupt nicht verbreitet. Und wir beschweren uns aber auch nicht, ja, weil wir konnten ja noch nie abwählen, ja? Das ist doch klar, wenn man falsch drückt, dass man dann da hinfahren muss, ja? Nee, ist es überhaupt nicht klar, ja, dass man da hinfahren muss. Das nächste hier, was ist hier, woran wir uns die ganze Zeit gewöhnt haben? Ich weiß, hier sind viele, hier schreit ihr jetzt viele Dinge, aber ich will auf eine spezielle Sache raus, nämlich auf das hier oben, die berühmte Diskette. Ja? Die Diskette ist unser Speichersymbol. Jetzt kann man auch hier aus UX-Sicht drüber reden, sollte das immer noch eine Diskette sein? Viele Leute wissen gar nicht mehr, was eine Diskette ist. Ne? Also für die, die es nicht wissen, früher gab es so Laufwerke, da konnte man, das war ein Speichermedium, die Diskette, da haben gigantische 1,44 Megabyte draufgepasst und die konnte man dann in so ein Diskettenlaufwerk einstecken, konnte damit dann seine Daten transportieren. Und jetzt kann man sich drüber streiten, müsste man das noch als Symbol haben, aber da will ich gar nicht drüber sprechen. Ich will über die Funktionalität als solches drüber reden. Warum muss ich überhaupt noch speichern? Auf euren Mobiltelefon speichert ihr doch auch nie, ne? Aber auf unseren Desktop-Applikationen muss ich bei ganz vielen immer noch speichern. Einige haben das erkannt mittlerweile, ja? Aber die meisten immer noch nicht. Und warum? Ja, wir haben schon immer gespeichert, ne? Also muss ich diese Funktionalität auch weiter retten. Aber jetzt kommt es noch schlimmer. Intendierte Benutzung, habe ich ja gerade gesagt. Leute machen dann aus dem Bug ein Feature. Die sagen, ja, Moment mal, wenn es jetzt hier immer automatisch gespeichert werden würde, ne? Dann kann ich ja gar nicht mal irgendwie sowas ausprobieren, und ich will gar nicht speichern, ja. Das haben die Leute dann daraus nämlich gemacht. Ne? Deswegen brauche ich weiterhin meinen Speicherbutton. Völliger Unsinn. Das ist nur, weil man das früher halt so gewohnt war. Die Anforderung muss nicht heißen, ich muss zu jedem beliebigen Zeitpunkt speichern können, sondern die Anforderung muss lauten, ich muss meine Arbeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt dort fortsetzen können, wo ich aufgehört habe. Und natürlich will ich alle meine Arbeitsschritte rückgängig machen können, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und wenn ich das so als Anforderung aufnehme, dann komme ich nicht zum Speicherbutton, da komme ich heute zu ganz anderen Lösungen. Ja? Aber nein, wir übernehmen das genauso, wie das dort ist. Und jetzt bin ich ein bisschen in Rage und übergebe schon direkt an den Nächsten. Genau. Ja, also, okay, also wir wissen, wir müssen irgendwie Dinge neu denken. Ne? Also wir sagen, Modernisierung soll sein, aber wir können uns fragen, wie viel Modernisierung sollte denn eigentlich sein? Ne? Also wie substanziell wollen wir denn eigentlich da reingraben? Ja? Und da können wir tatsächlich auch eine Entscheidung treffen. Und das heißt, wir müssen
wir müssen uns klar darüber werden, was eigentlich die Ziele unserer Modernisierung sind. Ne? Also Modernisierungsprojekte sind potenziell langlaufende Projekte, teure Projekte mit einem hohen Risiko behaftet. Ne? Und ich sollte nicht einfach sagen, wir modernisieren und machen einfach mal, sondern ich sollte mir klar darüber sein, was eigentlich das Problem ist und was ich erreichen will, was das Ziel ist, ob ich zum Mond oder nach Wanne-Eickel will. Ja? Und das sollte ich mir klar machen. Und dann sollte ich alle Aktivität, die ich mache, genau darauf ausrichten, genau die Systemteile anpacken, die zu diesem Ziel beitragen und eben auch genau die Artefakte anpassen. Ne? Also entweder an der Architektur, an der User Experience, gerne auch gemeinsam dran arbeiten. Ja? Aber dann sollte ich mir klar machen, was eigentlich das Ziel ist. Und hier nochmal ein Klassiker, ne? Also viele von euch kennen es, die Architekturszenarien, Oldie but Goldie, kann man sagen. Ja, also sind eben ein Mittel, um sich Ziele konkret zu machen. Ne? Also nicht zu sagen, okay, mein System sollte performanter werden oder es sollte sicherer werden oder es sollte besser wartbar sein, sondern Architekturszenarien helfen einem, Ziele konkreter zu formulieren. Und wir machen das, indem wir eine konkrete Situation beschreiben, als Beispiel, in der sich dieses Qualitätsattribut dann manifestiert. Ne? Also beispielsweise sieht man hier so ein mögliches Template, wo man sagt, ich beschreibe ein Setting, in dem sich das System gerade befindet. Also das ist gerade unter hoher Last oder es wird gerade angegriffen oder sowas. Es passiert irgendwas mit dem System. Jemand sendet einen Request, jemand will einbrechen, ein neues Feature soll entwickelt werden und dann reagiert das System in irgendeiner Weise drauf. Ne? Also gibt in so und so viel Zeit Antwort, erlaubt die Entwicklung von neuen Features in so und so viel Zeit. Und wichtig ist, ich versuche zu quantifizieren. Ja? Also ich versuche eine konkrete Zahl zu nennen, mit der ich dann prüfen kann, ob dieses Ziel auch erreicht ist oder nicht. Ja, und das ist ein mögliches Mittel. Es gibt viele andere. Ihr findet ganz viele Informationen dazu im Netz zu Architekturszenarien. Wir arbeiten da total gerne damit, weil es die Sachen wirklich greifbar macht und anpackbar macht und damit man seine Aktivitäten zielgerichteter ausrichten kann. Wir haben hier noch zwei Beispiele, könnt ihr einfach danach nochmal lesen. Eins aus der Runtime-Sicht und eins aus der Entwicklungszeitsicht, wo es eher um Wartbarkeitsaspekte und Weiterentwicklung vom System geht. So, und dann, wenn ich mir klar darüber bin, was ich eigentlich erreichen will, muss ich mir aber klar darüber machen, was sind denn eigentlich die Aktivitäten und wie tief grabe ich da tatsächlich rein. Ne? Und wir unterscheiden da typischerweise so Refactoring, Re-Architecting und Renew, also das System komplett neu entwickeln. Ne? Und wenn man die drei so ein bisschen gegeneinander hält, kann man sagen, so dieses Refactoring, hier sehen wir das Bild von vorhin nochmal, dieses Refactoring, das ist gut und nützlich, hat ein geringes Risiko, aber man muss sich im Klaren darüber sein, man ist da einfach, den Scope, den man hat, der ist einfach eingeschränkt, ja. Und man hat zwar moderate Kosten, aber der Impact, den man damit erzielt, der ist halt einfach eingeschränkt. Man sollte das tun, man sollte es kontinuierlich tun, aber für eine große, substanzielle Modernisierung ist es vielleicht nicht unbedingt das richtige Mittel, weil die schwierigen Probleme sind eigentlich nie lokal, ja? Sondern die sind irgendwie Cross-Cutting, ja? Da muss ich an verschiedenen Stellen ansetzen, da geht es um die grundsätzlichen Entscheidungen und dann bin ich eben genau bei diesem Re-Architect oder Renew, ja, wo ich ein potenziell großes Risiko habe, einen großen Scope und hohe Kosten und einen hohen Impact. Ja. Aber darüber reden wir meistens in unseren Modernisierungsprojekten. Und die zwei stehen jetzt so nah zusammen, weil man die häufig eben auch zusammen diskutiert. Weil wenn man jetzt hier mal so diesen klassischen Big Ball of Mud hat, muss man sich halt schon fragen, kriege ich das eigentlich nochmal hin, das System aufzuräumen, also die Architektur nochmal neu zu denken und alles so nochmal an seinen richtigen Platz zu packen, dass es irgendwie gut handhabbar wird? Oder tue ich mir leichter damit, das schon einen Schlussstrich drunter zu ziehen und sagen, okay, wir haben jetzt ganz viel gelernt und wir machen es neu. Das hört sich jetzt an wie eine Suggestivfrage, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Beide Wege sind
absolut valide. Man muss sich wirklich Gedanken drüber machen. Und diese Gedanken drüber, sie sollte auch nicht aus dem Bauch raus sein, sondern da sollte eine fundierte Analyse stattfinden. Am besten schaue ich mir das System im Detail an. Da kann man eine Architekturbewertung machen. Man kann eine Code-Analyse machen und so weiter und so fort. Ja, also da wirklich investieren und dann eine gute und richtige Entscheidung treffen für den weiteren Weg. Und wichtig ist, wenn wir da jetzt eine neue Architektur uns auch überlegt haben, ne, dann hat man ja so das neue Ziel vor Augen und dann will man es aber auch richtig machen. Ne? Wir wollen es sauber machen. Jetzt haben wir den neuen Plan und jetzt machen wir es aber mal gescheit. So. Ja, haben wir die ganze Zeit nicht die Zeit dafür gehabt, aber jetzt machen wir es gescheit. So. Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, weil Modernisierung ist einfach kein Selbstzweck, sondern wir machen das, um irgendein Ziel zu erreichen. Ja? Und ästhetisches Gefühl des Entwicklers ist typischerweise kein Geschäftsziel. Ja? Also kann natürlich dazu beitragen im Sinne von Wartbarkeit, aber ist typischerweise nicht das Geschäftsziel und bringt nicht so den Mehrwert, den man dann gerne hätte. So, und dann muss ich mir halt Gedanken machen, wie zuvor, was sind eigentlich die Ziele, was sind die Aktivitäten, die ich da tue, um das zu erreichen. Und dann komme ich vielleicht zu Lösungen hin, wo ich sage, okay, ich habe hier einen Teil des Systems, der wird vielleicht gar nicht oft geändert, dann ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, den nochmal komplett neu zu bauen, sondern kann ich mir auch überlegen, ob ich dann vielleicht, wenn ich zu einer anderen Ausführungsumgebung will, dass ich da vielleicht mit Cross-Compilern arbeite und den einfach so weiter betreibe, weil viel geändert wird da ja nicht mehr, ne? Oder das, was neu dazukommen soll, das baue ich jetzt als Microservice nebendran und integriere eben über das Netz. Ja? Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Man sollte sich das eben gut überlegen und nicht Modernisierung als Selbstzweck sehen. Und ganz wichtig, hab's vorhin schon gesagt, typischerweise kommt man aus einem technischen Aspekt zu so einer Modernisierung, aber wir müssen eigentlich immer UX und Architektur und Technik zusammendenken. Modernisierungen sind meistens so, dass man da aus beiden Aspekten dran muss und sich aus beiden Aspekten eine Lösung überlegen muss. Und dann kommt man zu der Frage, wer kann denn unsere Modernisierung überhaupt umsetzen? Ja, und dann sagt ihr natürlich, unsere Leute natürlich, ist ja klar, ne? Wer soll das denn sonst machen? Weil so eine Modernisierung, ja, wir haben ja Entwickler, sollen die doch mal machen. Und dann überlegt ihr ein bisschen weiter und dann stellt sich die Frage, was ist denn mit dem alten System? Weil dieses alte System ist ja noch da. Und was euer Business oder eure Kunden wahrscheinlich nicht wollen, ist, dass ihr jetzt sagt, boah, Leute, das wird total toll. Wir haben uns hier jetzt für Renew entschieden und wir haben tolle Gründe. Deswegen müsst ihr jetzt leider mal 3 Jahre mit dem Alten arbeiten, also mit Patch und Update und so und regularische Anpassung. Das können wir jetzt leider nicht, weil wir müssen ja jetzt das Neue bauen. Dann sagen die, oh, das ist ja toll, da freuen wir uns aber, wenn das in 3 Jahren kommt. Nee, so ist es leider nicht. Die sagen, ja, das ist zwar schön, dass ihr jetzt das neue System baut, da freuen wir uns auch wirklich drauf, aber die 3 Jahre geht es bitte so weiter wie bisher. Und so weiter wie bisher heißt ungefähr, ihr braucht ungefähr so viele Leute wie bisher. Und jetzt wird es schwierig, weil wenn wir die Leute, die wir bisher schon hatten, wir haben die ja meistens nicht auf Halde in der Softwarefirma, wenn wir die noch brauchen, wer baut denn dann das Neue? Bauen das jetzt Leute, die wir einstellen und denen wir sagen, in dem Alten war viel Gutes drin, das kennt ihr dummerweise nicht, aber baut das bitte mal. Das ist irgendwie schwierig. Und dann hören wir ganz häufig, eigentlich müssten wir hier unsere Mitarbeiter klonen, weil irgendwie brauchen wir die jetzt im Alten und im Neuen. Und das ist dummerweise jetzt auch wieder eine Situation hier, für die es keine richtig tolle Antwort gibt. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, damit umzugehen, dass man dann natürlich den Personalstamm insgesamt erhöht und dann gemischte Teams macht, dass man natürlich trotzdem versucht, in das alte System, wenn man es jetzt schon komplett abkündigt, nicht ganz so viel zu investieren, sondern nur das absolut Mindeste macht. Aber man wird kontinuierlich in einer Mangelsituation sein. Also das ist was wir da immer erleben. Und mit der muss man managementmäßig natürlich umgehen und muss eigentlich von Anfang an ganz offen sowohl den Geldgebern als auch den Mitarbeitern gegenüber in diese Richtung spielen, sonst rennt man direkt in die Probleme rein.
dass man dann diesem Mangel eben nicht gewachsen ist. Das nächste, was wir uns angucken müssen, ist, wie organisieren wir das Ganze? Kennt jemand von euch, was das hier ist? Vielleicht nicht direkt jedem bekannt, das ist Conway's Castle. Und womit wir euch hier nochmal konfrontieren und woran wir erinnern möchten, ist, auch beim Renovieren gilt Conway's Law. Das heißt, dass man sich anschauen muss, wie sind die Organisationsstrukturen und wie ist die Architektur und wie gut passt es zueinander. Und das hat jetzt natürlich unterschiedlichste Implikationen, die wir nicht alle hier diskutieren können. Es ist aber völlig klar, je nachdem, auf welche Systemteile ich mich beim Renovieren fokussiere, in welcher Reihenfolge ich die baue, wie ich das Alte und das Neue teilweise verzahne, da gibt es ja auch unterschiedlichste Strategien, dass ich das immer auch berücksichtigen muss dabei, wie ich meine Organisation und die darumliegenden Prozesse gestalte. Darüber hatten wir nämlich bisher gar nicht geredet. Bisher hatten wir nur darüber geredet, welches Produkt baue ich eigentlich in Zukunft, um das richtig hinzukriegen. Und jetzt sind wir ja auch noch mit der Fragestellung konfrontiert, wie baue ich das Produkt, sodass ich das wirklich planbar auf die Straße bekomme. Und das ist was, da könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen. Den haben wir jetzt heute nicht, weil unser Titel ja ein anderer war. Aber wir wollten trotzdem, weil dieser Punkt so wichtig ist und auch gerne in der initialen Planung vergessen wird, das hier nochmal mit reinbringen. Und dann stehen wir vor der Frage, Markus hat in der Einführung gesagt, das Budget ist da. Das ist dann häufig so gefühlt da. Aber irgendwie muss man ja trotzdem in der Gesamtschau diskutieren, was kostet uns denn eigentlich so eine Modernisierung? Und damit würden wir gerne unseren Vortrag auch abschließen, da nochmal ein paar Sachen reinzuwerfen, ohne dass wir euch natürlich jetzt eine Zahl nennen können. Aber auch hier gibt es viele Dinge, die bedacht werden müssen. Und das Erste ist mal, Modernisierung ist meistens teurer als gedacht. Ja, weil wenn man so loslegt und sagt, ah, das haben wir ja irgendwie schon mal alles, das heißt, wir haben das auch alles schon mal gedacht. Gut, diesen Zahn haben wir uns jetzt gezogen, weil irgendwie haben wir festgestellt, da ist zwar viel was Tolles, aber das müssen wir jetzt irgendwie neu beobachten in der Situation. Dann müssen wir es auch nochmal neu denken. Und dann müssen wir es zumindest zu einem großen Teil umbauen oder neu bauen. Und diese Geschichte kombiniert mit, wir betreiben teilweise das Alte weiter und wir lösen teilweise alte Dinge ab. Das heißt, wir bauen auch noch Sachen, die Wegwerfcharakter haben auf dem Weg vom Alten zum Neuen in Transitionsstufen, sind Dinge, die bei der ursprünglichen Abschätzung, wenn man sich initial Gedanken darüber macht, was Modernisierung kostet, gerne unter den Tisch fallen. Und auch da kann man jetzt natürlich keine vollständige Aufzählung machen, an was man alles denken muss. Aber diese Umfänglichkeit, wie wir sie euch jetzt versuchen rüberzubringen, die zeigt eben viele Aspekte, die hier reinkommen müssen und die in der Praxis leider vergessen werden. Und was wir in vielen Situationen und Firmen gesehen haben, ist, dass der Abschluss der Modernisierung sich quasi so vor einem herschiebt. Ihr kennt das vielleicht von der Erfindung von dem Kernfusionsreaktor. Das ist gefühlt irgendwie immer 30 bis 50 Jahre weg. Das ist jetzt bei der Modernisierung meistens nicht ganz so weit, aber was wir da häufig sehen, ist, dass das irgendwas zwischen 3 und 5 Jahre weg ist. Das ist weit genug weg, dass man es noch nicht sofort haben muss, aber es ist nah genug, dass man sich committed fühlt, kontinuierlich dran zu arbeiten. Und obwohl dann kontinuierlich investiert wird, wird der Berg gefühlt nicht kleiner und man kommt dem Ziel nicht wirklich näher. Und das klingt jetzt so plakativ, aber das passiert viel häufiger, als man sich das eigentlich eingestehen will. Und deswegen ist Modernisierung nichts, was jetzt irgendwie ein leichtes Unterfangen ist. Es ist aber häufig, wie wir in der Anfangsstory gehört haben, völlig unausweichlich, wenn die Technologie weg ist, wenn man keine Leute mehr hat, die sich überhaupt mit der Technologie beschäftigen wollen und können und man aber trotzdem das System, weil es der Kern des Business ist, natürlich irgendwie in die Zukunft retten muss. Ja, und dieses Irgendwie muss dann durch die Modernisierung geschafft werden. Und das hatte ich jetzt schon in unterschiedlichste Richtungen angedeutet. Da gibt es keine einfache Antwort drauf. Das ist eine sehr strategische Frage, die alle diese Punkte, die wir gerade besprochen hatten, irgendwie mit abdecken muss. Und vor diesem Hintergrund muss man dann eben eine geeignete Strategie auswählen. Basierend darauf kann man sich natürlich auch an eine Kostenschätzung wagen. Aber das ist natürlich eine sehr heikle Sache,
weil wir wissen, dass gerade wenn so viele Unwägbarkeiten drin sind, man sich ungern und auch nur ungenau auf eine bestimmte Summe dann festlegen kann, obwohl die natürlich irgendwie immer gefordert wird. Aber da resultieren dann viele Probleme her. Wenn wir noch so einen kleinen Spaß zum Abschluss machen, Budget ist ja immer so eine Sache, wenn wir schon gerade beim Geld sind, ne? Kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Internet auch, ne? Was die Kundschaft gerne hätte als Ziel, ne? Von der Modernisierung und was ihr eigentliches Budget ist, das ragt weit auseinander. Ne? Also Game of Thrones, ne? Das finde ich auch sehr gut, ja, dargestellt. Natürlich hätten wir gerne einen großen Drachen, aber es wird dann eher so der Kleine da unten. Das finde ich auch super, der Original Avengers und hier unten aus den 70ern, ne, der Hulk, ja, mit Lou Ferrigno, natürlich der Infinity Gauntlet, ne? Das ist auch eher so das Budget, was wir als oft vorfinden. Ne? Jurassic World, auch sehr gut. Mad Max Fury Road, Life of Pi, ja. Das nächste ist auch ein Highlight, nochmal Life of Pi, ne? Also da hat man sich richtig Mühe gegeben im Budget, ja. Und das drückt's eigentlich, das bringt eigentlich super gut auf den Punkt. Ne? Also natürlich hätte man gerne hier den neuen Schnittigen, aber das Budget sieht eher so aus. Ja? Und auch, naja, also es ist auch ein Tier auf der Motorhaube, ja? Aber ansonsten eher weniger. Ne? Und natürlich der Aquaman, ne, aus Ananas, und das ist mein Lieblingsbild hier, keine Ahnung warum, ja? Der Aquaman. Ja? Star Trek, Reiseziel Ägypten, ja, kann man auch zu Hause haben für weniger Budget, und natürlich Kuala Lumpur, ja, die Petronas Towers, ja, und My Heart Will Go On, ja, Titanic, ja. Aber jetzt zum echten Abschluss nochmal, das war nur der kurze letzte Einschub. Wenn schon modernisieren, dann gleich richtig. Zum Abschluss wollen wir euch jetzt noch ein paar Sachen nochmal mitgeben, einfach damit ihr es euch gut merken könnt. Ja, ihr könnt euch natürlich auch unseren Vortrag gerne dann nochmal anschauen, die Folie nochmal anschauen. Aber wenn ihr euch eine Sache merkt, wenn ihr hier rausgeht, dann bitte diese. Wann immer jemand zu euch kommt und sagt, unser neues System muss aber das Gleiche können wie das alte, dann sagt ihr bitte reflexhaft nein. Weil das ist nämlich garantiert immer falsch. Unbedingt nein sagen. Am besten überhaupt nicht zucken, gar nicht zögern, einfach nein sagen und am besten dann die Argumente parat haben, warum das eine schlechte Idee ist, und von dort an dann in eine gute Argumentation reinkommen, was man natürlich machen sollte. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr mitnehmen wollt aus unserem Vortrag, dann haben wir hier nochmal so eine bildhaft illustrierte Zusammenfassung, was man alles betrachten sollte und was zusammenpassen sollte. Natürlich braucht man für seine Modernisierung eine Vision, wo soll es hingehen? Dominik hat es schön gesagt, was ist eigentlich die Zielstellung, wohin wollen wir modernisieren? Sagt ihr natürlich, ist ja klar, dass wir das brauchen. Viel zu häufig sehen wir Situationen, wo das nicht so klar ist und dann einfach mal losgelegt wird und man unterwegs guckt, wie es aussieht. Und von dort aus, von der Vision, müssen wir uns dann natürlich überlegen, wie sieht es mit den Features aus, die wir in Zukunft brauchen? Was sind die Edelsteine, die so wertvoll sind, dass wir sie auch in Zukunft mitnehmen wollen? Wie sieht unsere zukünftige User Experience aus? Die kann sich vollkommen unterscheiden, die kann nah dran sein, aber sie muss irgendwie dann hoffentlich zeitgemäß sein, wenn man schon investiert und die Sachen neu macht. Jetzt waren wir mehr so über der Haube. Auf der rechten Seite fangen wir dann an, unter die Haube zu gucken. Das heißt, was machen wir mit unserer Architektur? Wie sieht da der Zielzustand aus? Wie kommen wir dem näher? Das muss natürlich zusammenpassen. Und dann kommen wir in die Frage rein, wie bauen wir das alles? Das heißt, welche Menschen brauchen wir dafür und wie bringen wir die in der Organisation zusammen, sodass wirklich alles ineinander greift und man von einem Zustand jetzt, über den wir dann ja reden, wenn wir die Modernisierung planen, zu dem Zielzustand kommen, der typischerweise relativ weit in der Zukunft liegt und der beinhaltet, dass man die ganzen Pläne macht, dass man dann wirklich loslegt, dass man aber auch Zwischenschritte kennt, dass man sich kontinuierlich dahin bewegt und auf diesem Weg aber auch seinen Fortschritt dann messen kann und feststellt, ob man dem Ziel wirklich näher kommt. Und um das alles zusammenzuhalten, haben wir in der Mitte nochmal die Modernisierungsstrategie gesetzt. Und Modernisierungsstrategie ist in dem Sinne viel, viel mehr, als einfach nur zu sagen, ja, wir nehmen so ein Strangler-Pattern oder was ihr vielleicht irgendwo mal so lest und was natürlich alles seine Berechtigung hat aus einem gewissen Blickwinkel und was auch zum Einsatz kommen sollte.
Aber die Modernisierungsstrategie ist eigentlich die Gesamtheit aller dieser Punkte, die nur zusammen betrachtet irgendwie Sinn ergeben können und die wirklich zusammenpassen müssen und die man sich natürlich auch leisten können muss. Es bringt nichts, hier mit einer Strategie anzufangen und alle diese Punkte aufeinander auszurichten, wenn dann das resultierende Budget um den Faktor 10 über dem liegt, was man irgendwie bereit ist oder bekommen hat, was man ausgeben darf. Das heißt, in dem Sinne muss das alles zusammenpassen. Damit wären wir am Ende. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank.